Hallo, hallo. Wer ist denn schon dabei? Hi, Philipp. Heute bist du wieder fix dabei, oder? Was ihr heute braucht: einen Rucksack. Ihr habt meinen schon gepackt. Hello. Hi, Juli. Sehr gut. Hallo, Karina. Hi, Julia. Schön, dass du wieder dabei bist. Einen Rucksack braucht ihr heute. Und eine Kettlebell, ich habe mal zwei bereitgestellt, einmal 10 Kilo, einmal 12 Kilo. Wenn ihr keine Kettlebell daheim habt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt für alle Übungen eben den Rucksack nehmen, entweder oder. Wie geht's euch? Hello nach Villach. Muskelkater gehabt von den Animal Moves. Also ich finde, das war eigentlich schon ziemlich heavy. Also ich habe es dann ein, zwei Tage später schon noch gespürt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir starten einmal gemütlich mit dem Warm-up und warten noch ein bisschen zusammen, bis alle da sind. Odin schaut sich das genau an. Ist das alles korrekt so, Odin? Dann die Arme kreisen. Habe es auch gespürt. Und Richtungswechsel. Sehr gut. Dann einmal gegen die ganze Homeoffice-Haltung, wenn wir jetzt ein bisschen was machen. Einmal nach hinten lehnen. Dann zur Seite drehen. Einmal rechts, einmal links. Arme bleiben noch über Kopf. Und beim Ausatmen dann alles nach unten baumeln lassen, locker lassen. Einmal so richtig aushängen. Und dann Wirbel für Wirbel wieder hoch. Ganz langsam. Zuerst den Lendenbereich. Dann Brustwirbelsäule. Und zum Schluss den Kopf nach oben. Bisschen breiterer Stand. Dann Arm drüber, soweit es geht. Die obere Schulter ein bisschen nach hinten, dass ihr da auch eine Dehnung spürt. Einatmen zur Mitte und beim Ausatmen zur anderen Seite. Wenn ihr im Hintergrund gerne Musik hören wollt, einfach Rufzeichen Musik in den Chat hinein posten und dann kommt ihr zu unserer Spotify-Playlist. Und wieder zur Mitte. Aus der Hüfte war mal das gestreckte Bein seitlich vom Körper weg. Und noch vorbewegen. Wenn ihr mal später einsteigen solltet ins Bootcamp, dann könnt ihr auch Rufzeichen Equip reinschreiben und dann wisst ihr, was benötigt wird. Weil ich sag's halt am Anfang nochmal kurz. So, und jetzt zurück. Schauen, dass ihr hier nicht ins Hohlkreuz fallt, sondern den Bauch fest angespannt haltet. Das heißt, die Bewegung ist dann auch nicht so weit, wenn es nur dahinter machen soll und nicht ins Kreuz gehen soll. Sehr gut. Dann starten wir auf der anderen Seite. Hallo Amschi. Rufzeichen Equip in den Chat, dann weißt du, was du heute brauchst. Ich habe es gerade erklärt, kannst du es vorzeigen. Genau, später einsteigen, das war das Stichwort. Und dann noch vor. Sehr gut. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid und nicht mit uns chatten könnt, dann könnt ihr gerne noch hier mir Nachrichten schreiben. Ich leite das an die Gruppe weiter. Oder ihr meldet euch einfach an. Es ist alles kostenlos und klickt dann auf das Herz auf Folgen. Dann seid ihr immer informiert, wenn wir online gehen. Es kommt das zweite Bein jetzt noch zurück. Kickback. Sehr gut. Und dann kommen wir schon zu unserer ersten Übung. Passend zum Odin. Einmal in die Hundposition. Ausatmen. Die Arme zu den Händen runter. Am besten stellt sie am Anfang von eurer Matte hin. Dann mit den Händen nach vor. In die Hundposition.
Ganz ausstrecken die Arme und die Beine, schönes Dreieck mit dem Boden bilden. Und drückt noch einmal die Brust Richtung Boden, das Brustbein. Kopf zwischen den Armen. Ihr könnt es auch hinten, rechts, links mit den Fersen ein bisschen Richtung Boden ziehen, abwechselnd. Wenn es sich nicht ganz ausgeht, dass ihr dann schon Richtung Boden kommt oder am Boden ankommt. Dann in den Vierfüßler runter. Vierfüßler Plank, also die Knie bleiben noch knapp über dem Boden. Beim Hochgehen ein Bein in die Luft ausstrecken. Wieder absetzen. In den Vierfüßler Plank runter. Und wieder hoch. Anderes Bein. Yes, ihr könnt euch noch erinnern, das ist das Skorpion vom letzten Mal. Ich finde den super fein. Coole Aufwärmübung. Ich glaube, ich muss echt mal Heizung ausschalten gehen, Leute. Es ist einfach voll zu heiß. Einmal noch pro Seite, bitte. Runter in den Vierfüßler-Plank. Und hoch. Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Sehr gut. Im Vierfüßler-Plank angekommen. Knie absetzen am Boden und die Hände nach vor. In den Cat Stretch, oder Hunde machen sie eigentlich, ja, Dog Stretch, Cat Stretch. Anti-Home Office Stretch. Schaut, dass ihr die Ellenbogen noch vom Körper weg, vom Boden weg habt. Dann nur die Fingerspitzen am Boden abstellen. Und noch einmal reindehnen, da kommt jetzt noch mehr Fokus auf die Schulterblätter, Schultern. Fühlt sich gut an, oder? Langsam hoch, in alle Richtungen ein bisschen durchbewegen. Sechs Carina haben wir gleich heute ein bisschen einfließen lassen. Es ist nämlich der Wunsch aufgekommen, um mal ein ganzes Workout spezifisch nur für den Rücken oder beziehungsweise für diese, sagen wir es wie es ist, geschissene Haltung beim langen Sitzen machen. Und ich werde nächsten Mittwoch auf alle Fälle auf das eingehen. Da kriegt ihr ein Anti-Home-Office Haltungstraining. Ihr könnt euch jetzt, wenn ihr eine Kettlebell habt, die schon schnappen. Ansonsten könnt ihr den Rucksack nehmen. Ich zeige die Übung mal mit beiden vor. Ihr haltet dann mit einer Hand den Henkel vom Rucksack, über Kopf ausstrecken und immer zurücksteigen in den Ausfallschritt. Einmal rechts, einmal links. Yes, sehr gut. Mit der Kettlebell schaut das so aus, bitte immer, wenn ihr irgendwas hochhebt, sei das jetzt Rucksack oder Kettlebell, kurze Wiederholung. Hier geht es zum Gewicht ganz dazu, mit geradem Rücken hochheben. Die Kettlebell nehme ich jetzt so, also steht wirklich direkt zwischen meinen Beinen, Brust raus, nah am Körper entlang. Einmal hierher, liegt jetzt dann genau zwischen Unterarm und Oberarm. Arm ausstrecken. Es gibt jetzt eine genaue Kettlebell-Einstellung, weil ich weiß, es gibt ein paar Leute draußen, die sich gerade eine gekauft haben. So, und ihr haltet das dann über Kopf und steigt dann immer abwechselnd rechts, links in den Ausfallschritt zurück. Ihr kriegt von mir einen Timer, es geht gleich los. Am besten bei der Kettlebell immer in eine Ecke greifen, sodass das nachher gut, also in die innere Ecke greifen, dass das dann gut haltet und nicht hin und her schaukelt. Macht euch bereit. Wir machen 30 Sekunden pro Seite. Es geht dann gleich weiter mit der zweiten Seite und danach kriegt ihr eine kurze Pause. Es geht los in 7 Sekunden. Bereit machen. Rucksack oder Kettlebell einmal hoch. 2, 1 und Ausfallschritt. Immer von vorne nach hinten steigen. Oberkörper schön aufrecht lassen, Bauch nach innen. Und den Arm ganz zum Ohr. Wenn das zu viel Gewicht ist, nehmt es einfach so her. Also das raufhalten. 10 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Es kommt ein Seitenwechsel. Geht gleich direkt weiter.
große Schritte machen, ihr müsst eure Beine irgendwo unterkriegen. Und beim Runtergehen, Bauch anspannen, nicht zu viel ins Hohlkreuz. Bauch fest anspannen. Den anderen Arm kann man zum Ausbalancieren seitlich nehmen. Und geht schon. 7 Sekunden. 3, 2, 1. Yes, supi. Perfekt. Sehr gut gemacht. Das war jetzt dann das Aufwärmen. Ihr seid ein bisschen warm. Wie geht's euch? Heizung ist ausgeschalten. Überlebt das sonst, glaube ich, nicht das Workout. Also, Plan für heute. Wir haben 3 Zirkel. Ein Zirkel fokussiert sich auf die Beine. Der zweite Zirkel fokussiert sich auf Rumpf, Bauch. Voll bereit. Und der dritte Zirkel ist für die Arme. Das heißt, ihr könnt es dann wirklich, weil die Muskelgruppe ist ja dann auch vorbei nach dem Zirkel, in jedem Zirkel alles geben. Ihr sucht euch das Tempo selber aus, ihr sucht euch auch die Übungsvariationen aus. Ich zeige immer von jeder Übung ein bisschen was vor, sodass ihr verschiedene Schwierigkeitsgrade habt. Es sollte für euch passen, erstens, und zweitens, die Technik muss immer korrekt sein, die geht immer vor. Die erste Kombi ist Dreier-Zirkel aus Deadlifts, also Kreuzheben, Squats, Kniebeugen und Ausfallschritten. Wenn ihr eine Kettlebell habt, ist das jetzt super zum Kreuzheben. Kurzhantel, Langhantel geht natürlich auch perfekt. Oder sonst nehmt ihr euren Rucksack. Ihr stellt euch ganz dazu zum Gewicht. Hintern schiebt zurück. Bauch fest anspannen. Und die Arme machen gar nichts mehr, sondern nur mehr der Hintern schiebt zurück. Und Knie schieben auch zurück. Dadurch kommt der gerade Oberkörper nach vor. Da könnt ihr euch, wenn ihr zu mehr trainiert, gegenseitig checken, ob ihr da immer schön gerade bleibt. Danach kommt die Kniebeuge. Wenn ihr Gewicht habt, die Kettlebell, könnt ihr die zum Beispiel zwischen den Beinen nehmen. Wenn ihr den Rucksack habt, könnt ihr den hinten raufgeben bei den Kniebeugen. Funktioniert super gut. Beim Kreuzheben einfach schauen, dass ihr das gut zusammenschnürt alles. Und geht auch super mit dem Rucksack. Wie gesagt, ein bisschen Gewicht kann man ja reingeben und gut verpacken mit Flaschenbücher rein. Schaut, dass ihr halt ein bisschen Gewicht zusammenkriegt. 10 bis 17 Kilo wären schon cool. Und als dritte Übung, Ausfallschritt. Und dann nehmt ihr das hintere Bein, wenn ihr hochkommt, nach vor und einen Kick. Bitte niemanden erschlagen, schauen, dass ihr genug Platz habt. Ausfallschritt und Kick. Ausfallschritt und Kick. Wie kann man die ganzen Sachen jetzt leichter und schwieriger machen? Bei der Kniebeuge einfach die gesprungene Variante nehmen, um es schwieriger zu machen. Leichter einfach das Gewicht weglassen. Beim Kreuzheben weniger Gewicht nehmen. Bei den Ausfallschritten gern gesprungene Ausfallschritte und Kick. Also einmal einen Sprung und dann Kick nach vor. Leichte Variante, einfach nicht so weit nach unten gehen, das sollte dann für alle gut passen. Könnt auch gerne wieder Zusatzgewicht nehmen, zum Beispiel Kettlebell oder Rucksack. So, kennt euch alle aus? Alle ready? Sans. Lat. Den Lat trainieren wir heute leider nicht. Getting ready for the Bootcamp. Wer kennt das Antoine Bootcamp? Teddy Comedy, so lustiges Bootcamp, wir sollten das einmal machen. Wie viel wollt ihr Belastungszeit? Ich finde 50 Sekunden okay. Dazwischen 15 Sekunden Pause zum Wechseln. Es ist ja nur ein kurzer Zirkel mit 3 Übungen. Macht euch ready für die erste Übung. Kick, 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 Sidekick. 3, 2, 1, Kreuzheben und los geht's. Ganz dazu steigen zum Gewicht, Brust raus, Rücken immer gerade halten. Und jetzt an Bauchspannung, was geht. Also wirklich von allen Seiten Bauch anspannen, so bleibt auch der Rücken gerade. Wenn ihr einen Spiegel habt und wenig Gewicht hebt, dürft ihr seitlich schauen. Bei mehr Gewicht bitte den Kopf nicht mehr seitlich bewegen. Korrigiert euch gegenseitig, schaut euch drüber, ob da alles korrekt ausschaut.
Rücken schön gerade ist, Bauch fest anspannen. Und noch 10 Sekunden. Danach kriegt es wieder kurze Pause. Letzten 4 Sekunden. Flotterwechsel zur nächsten Übung. Es ist nicht so viel Zeit dazwischen, aber wie gesagt, es sind ja nur 3 Übungen. 8 Sekunden geht es weiter. Kniebeuge ist die nächste Übung. Entweder gesprungen und oder mit Zusatzgewicht. Let's go. Gewicht nach hinten auf die Fersen verlagern. Oberkörper schön aufrecht lassen. Der Unterschied zu den Deadlifts, also zum Kreuzheben, ist, dass ich meinen Oberkörper senkrecht nach unten bewege. Bei der anderen Bewegung habe ich den Oberkörper nach vor gebeugt und hier geht es senkrecht nach unten. Ich muss im Kniegelenk und in der Hüfte beugen. Das beste Indiz dafür ist, dass die Brust oben bleibt. 10 Sekunden. Gewicht nach hinten auf die Fersen. Erst zu der Grassleiter mit korrekter Technik natürlich. Und das war die zweite Übung. Es geht weiter mit Lunge und Kick. Oder gesprungene Variante und Kick. Wir bleiben hier jetzt dann auf einer Seite. Und go. Beinwechsel kommt dann im nächsten Zirkel. Geht schon. Bam. Stellt euch da irgendwen vor, den Chef, der schon lästig ist, irgendwelche Leid. Gut, dass ich keinen Chef habe, mein eigener Chef bin, kann ich mir selber einen Austritt geben. irgendwer, der euch nervt, volle Energie rein und geht schon. Ihr merkt, das geht sehr viel aufs vordere Bein, das ist ständig im Einsatz eigentlich. 8 Sekunden. Und geht schon. Große Schritte machen, ihr müsst die Beine wo unterkriegen. Und es geht in 15 Sekunden weiter in die nächste Runde. Ich habe schon gedacht, ich habe schon kurz Angst gehabt, dass es nicht anstrengend wird, aber es wird anstrengend. Kreuzheben folgt gleich wieder. 2, 1 und go. Wie cute ist der Odin bitte? Das ist immer genau, ich sag's euch. Er ist immer so müde und tut so inaktiv während des Bootcamps und den ganzen Tag ist er einfach super hyperaktiv. Geil, Julia? Die Julia war so nett und hat halt auf ihn geschaut. Der wollte die ganze Zeit Action haben. Und jetzt tut er so, als ob er voll ruhig wäre. Ist er nicht. Übrigens, by the way, es gibt Odin Merch. Falls das jemand noch nicht angeschaut hat, da kannst du nämlich auch den Emoji in groß bewundern. Es ist super, super cute. Rufzeichen Merch reinposten. Merchandising, Entschuldige. Merchandising, Rufzeichen Merchandising. Dann kommt sie hier zu unserer Homepage. Guti, so viel geredet und es ist schon wieder vorbei, die erste Übung. Es geht dann gleich weiter mit der Kniebeuge. 2, 1 und go. Squats, beziehungsweise wenn ihr es schwieriger machen wollt, nehmt die explosive Variante mit den gesprungenen Kniebeugen. Schauen halt, wie viel Gewicht ihr zusätzlich da noch dazu nehmen wollt. Es gehen auch die gesprungenen zum Beispiel gut mit Rucksack am Rücken. Let's go. Ich finde es total super, die Live-Bootcamps, weil da haben wir doch noch ein bisschen diesen Gruppencharakter, wo man wirklich gemeinsam zeitgleich trainiert. Und auch nicht irgendwelche YouTube-Videos nachmacht oder so. Aber falls es dann für euch doch nicht ausgehen sollte, dass ihr es immer zeitlich schafft zu den Bootcamps, es wird alles aufgezeichnet. Es kommt alles als Upload auf YouTube und bleibt auch für 2 Wochen auf Twitch. Kann man dann alles nachmachen. So, ab zur dritten Übung. Nicht vergessen jetzt Beinwechsel bei den Ausfallschritten. Das heißt, jetzt kommt der Kick in die andere Richtung. Der Odin. 2, 1 und go.
Go, go, go. Und 35 noch. Geht schon. Dranbleiben. Die letzten 15 Sekunden. Geht schon. 8 Sekunden. 3, 2, 1. Sehr gut. Das war mal der Beinzirkel. Wie hat euch da gefallen? Wollt ihr noch eine Runde? Sehr lustig. Gern noch eine. Oh, please don't hate me. Ich hab schon wieder vergessen, was aufzuladen. Nämlich meine Kopfhörer. Schauen wir noch, wie lange es haltet. Hier will ich ganz eine kurze Trinkpause. Eine Minute. Übrigens an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die schon gespendet haben. Und wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann unbedingt bitte einfach nur mit einer kleinen Spende unterstützen. Wir freuen uns über alles. Thank you, beste Bootcamp Crew. Ab in die letzte Beinzirkelrunde. Bereit machen. 10 Sekunden geht's los. Love. Nehmt euch euer Gewicht, richtet euch her. Und los geht's. Mit geraden Rücken hochheben. Erste Wiederholung kann ruhig so ein bisschen Mischung sein aus Kreuzheben und Kniebeugen. Dankeschön. Danke, Philipp. Kreuzheben 50 Sekunden lang. Bei den Ausfallschritten sage ich dann den Seitenwechsel an. Geht schon. Hintern schiebt zurück. Und die letzten 25 Sekunden noch. Bauch von allen Seiten anspannen. Geht schon. 15. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Kurze Pause, dann geht es weiter mit den Kniebeugen. Brennt schon. Und weiter geht's. Kniebeuge. Könnt ihr auch die breite Kniebeuge wählen. Wie gesagt, wenn ihr Challenge braucht, dann die gesprungene Variante. Go, go, go. Und 30 Sekunden noch. Let's go. 50 Sekunden können dann echt lang sein, gell? Bam. Sehr schön, super, super. Durchbeißen, durchhalten. 6 Sekunden noch. Sieben Sekunden geht's weiter. Und Kick in Kombination mit Lunges.
Wow, jetzt kommt ein Seitenwechsel, bitte. Sehr gut. Und eine kurze Pause. Als nächstes kommt der Rumpfzirkel. Erste Übung ist Side Plank. Hier könnt ihr entweder die Variante wählen mit Knie am Boden, Easy One, oder ganz klassischer Side Plank. Kriegt es von mir noch bei der Hälfte der Zeit Bescheid und dann bitte Seitenwechsel nicht vergessen. Danach kommt Plank mit Beinheben. So viele Emojis. Ihr könnt es entweder im normalen Stütz machen, ganz kontrolliert, immer abwechselnd rechts, links Bein heben. Das Ganze, wie kann man das schwieriger machen? Rucksack raufgeben. Schaut bitte, dass die Technik passt im Lendenbereich. Wie kann man das Ganze leichter machen? Einfach Couchsessel nehmen. Das ist jetzt ein bisschen sehr hoch, aber die Höhe zum Beispiel relativ gut. Also passt es wieder das an euer Level an, beziehungsweise an euer Energielevel auch, wie ihr euch heute spürt. Russian Twist mit Rucksack oder mit Gewicht, einmal rechts und links. Kennt schon die Übung. Und die vierte, also bei dem Zirkel sind es 4 statt 3 Übungen, sind dann Crunches. Ihr könnt hier noch ein Zusatzgewicht nehmen, Kettlebell oder Rucksack, wenn ihr möchtet. Muss nicht sein. Getting ready, von allem 50 Sekunden. 10 Sekunden geht's los. Seitenwechsel. Vier, drei, zwei, eins. Nächste Übung. Aus dem Plank. Bein immer noch ganz kurz heben, ein paar Sekunden. Und wieder absetzen. Es geht los in 7 Sekunden. Sehr gut. Unterarmstütz könnt ihr auch einmal probieren. Finde ich ein bisschen anstrengender dann die Übung. Und der restliche Körper soll sich eben nicht mitbewegen, dass ihr da nicht mitschwingt, sondern schön in Position bleibt.
Geht schon, geht schon. 23 Sekunden noch. Sehr schön, letzten 15 Sekunden noch. Go, go, go. Kurze Pause, es geht weiter mit Russian Twist. Ja, du hast schon Angst gehabt, dass wir 50 Sekunden auf einer Seite machen. Na, deswegen immer der Seitenwechsel danach. 2, 1, go. Darauf achten, dass ihr den geraden Oberkörper bewegt und nicht zu sehr im Rundrücken unterwegs seid. Ihr dreht quasi euren Rücken um die Wirbelsäule wie so eine eigene Achse, um die ihr euch dreht. So, die Hälfte ist schon mal geschafft vom Intervall. Jetzt sind es nur mehr 20 Sekunden. Odin lässt sich da nicht beirren. Und die letzten 13 Sekunden noch. 7 Sekunden noch. 2, 1 und Pause. Nächste Übung, Crunches. Ihr könnt es auch hier, wenn ihr den Hals spürt, die Hände als Stütze nehmen. Unseren Kopf. Wer möchte Zusatzgewicht? 2, 1 und go. Gleich geschafft, 5 Sekunden nur mehr. 2, 1. Bam, erste Runde geschafft. Wie geht's euch? Das war jetzt nicht so wild, oder? Wenn der Sideplank wirklich pro Seite gewesen wäre, das wäre arg gewesen, oder? Ja, aber wie war das? Also 50 Sekunden auf einer Seite, das ist schon echt heavy, oder? Umso besser. Ready für die nächste Rumpfpartie? Das sollte jetzt wirklich gut tun, wenn ihr gespürt vom Sitzen her, aber es ist irgendwie alles ein bisschen so angespannt im Rücken, beziehungsweise die Schultern kommen ja noch vor. Also ich finde diese ganzen Rumpfsachen sehr, sehr cool. Das tut einfach gut im Rücken. Es geht eigentlich erstaunlicherweise. Okay, hart. Getting ready für die nächste Runde. Wir starten mit Side Plank. Ich sage euch hier den Seitenwechsel an. Wenn ihr das so wie die Amanda probieren wollt, gerade eine Challenge hättet, könnt ihr natürlich das auf einer Seite durchgehend machen und auf einer Seite bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist gescheiter, Seitenwechsel zu machen. Und Seitenwechsel. Schaut, dass ihr hier mit der Hüfte auf einer Ebene seid. Den oberen Teil der Hüfte nicht so weit nach vorne, nicht so weit nach hinten. Ihr könnt auch noch den oberen Arm ausstrecken, wenn ihr wollt. 10 Sekunden noch. Aus der Schulter vom Boden wegdrücken. 5, 4,
3, 2, 1. Goodie. Es folgt nun Plank mit Beinheben. Wer will zusätzlich den Rucksack noch auf den Rücken? Mega hart. 4, 3, 2, 1. Und das sollte eigentlich ganz, ganz, ganz langsam passieren. Die Bewegung nach oben, als auch die Bewegung nach unten, wenn ihr das Bein wieder absetzt. Schön kontrolliert und langsam. Cool wäre auch noch, wenn ihr die Beine nicht ganz zusammengeklebt lasst, sondern ein bisschen auseinander gebt, dann ist noch mehr Stabilisationsarbeit dabei. Super, macht ihr das. Dranbleiben, sehr gut. 20 Sekunden noch. Go, go, go. 50 Sekunden können schon echt langsam, finde ich, gell? 8 Sekunden. So, und jetzt noch einmal kontrollieren. Hängt ihr schon durch im Lendenbereich? Wenn ja, dann Hintern einfach ein bisschen höher. Bauch noch einmal von allen Seiten anspannen. Und das war's ja schon. Russian Twist. Ich zeig's diesmal mit dem Rucksack vor. Funktioniert auch recht gut, finde ich. Es geht weiter in 3, 2, 1. Brust wieder schön aufrecht. Stellt sich da so einen Faden vor, der euch lang zieht, der aus dem Brustbein rauskommt. Wer möchte, kann auch die Fersen vom Boden ein bisschen abheben. Und geht schon. Cool, dann spürt man nämlich auch die Beine. Cool, 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 cool. Und dann nach 25 Sekunden, also Hälfte ist geschafft. Let's go. Yes. 15. Es brennt. Da Odin, wir einfach da liegen, wir sind einfach überhaupt nicht interessiert. Jetzt kennt er sich schon aus mit den Bootcamps. Waschen, da passiert immer irgendwas, was extrem nervig ist, was aber nichts mit ihm zu tun hat. Wo er keine Aufmerksamkeit kriegt, dann bleibt er einfach liegen. Getting ready für die Crunches. Go. Dranbleiben. 35 noch. Wenn ihr ein bisschen mehr Spannung noch haben wollt im Bauch, dann geht es nicht ganz nach unten und legt nicht den gesamten Kopf und die Schultern wieder ab am Boden, sondern in der Luft bleiben. Und die letzten 15 Sekunden noch. Achtung, nicht schauen, dass das Pipi-Händel rauskommt mit dem Kinn nach vorne, sondern eher die Brust hochziehen. Wenn jemand Probleme im Nackenbereich hat, könnt ihr gerne auch den Kopf halten. Wir sind aber schon fertig. Yes. Das war der zweite Streich vom Rumpftraining, beziehungsweise vom Rumpfzirkel. Kurze Frage an euch. Wir haben ja noch die Arme, wie versprochen. Wollt ihr jetzt noch eine Rumpfrunde oder zum Armzirkel weitergehen? Den können wir dann ja auch noch öfters durchmachen. Bin für eine dritte Runde, aber kürzer. Boah, das war schon zart jetzt. Brennt im Bauch, gell? Arme. Ich frage noch einmal die anderen. Schreibt es einmal rein. Dabei haben alle kurze Trinkpause. Was wollt ihr? Noch eine dritte Runde oder zu den Armen weitergehen? Alle wollen Arme? Okay. Diana, Bauchpudding. Also, was sagt ihr? 30 Sekunden, also 30 Sekunden verkürzen noch einmal Rumpfpartie. Ja, why not eigentlich? Passt, dann würde ich sagen, machen wir das. Julia aus Villach, was sagst du dazu? Gibt es ein bisschen weniger Pause, dann gibt es 10 Sekunden Pause, aber jetzt kennst du die Übungen eh schon gut. Nochmal. Ja, aber kürzer.
Aber ich habe es, glaube ich, schon dazu gesagt, dass man Wechsel machen kann. Aber wurscht. Ein bisschen Challenge schadet ja auch nicht, würde ich sagen. Geht schon. Passt. Legen wir los. 10 Sekunden. Und Zeit blank. Jetzt ist dafür halt, weil das die letzte Runde ist, der Sideblank extrem kurz, wenn wir ja den Switch dann auf die andere Seite machen. Aber brennt eher genug, glaube ich. Seitenwechsel. Schnell wechseln zur anderen Seite. Hüften wieder übereinander stapeln, genauso wie die Schultern. Außenboden wegdrücken. 2, 1. Es geht weiter in 8 Sekunden. Aus der Plank-Position immer ganz vorsichtig. Geht schon los. Ein Bein gestreckt nach oben heben und wieder absetzen langsam. Der Rest bleibt in Position, das Becken starr halten, Bauchnabel von allen Seiten fixieren, wenn es anstrengend wird. Einfach den Hintern ein bisschen höher, beziehungsweise die Hände erhöht. Couch oder Sessel, Sitzfläche geben. Bauch fest nach innen, 5 Sekunden noch. Langsam heben. Es folgen nun die Russian Twist. Im Notfall kann man einfach komplett das Gewicht weglassen und nur so mit den Händen die Bewegung andeuten. 2, 1 und go. Russian Twist. Go, go, go. Und noch 15 Sekunden. Let's go. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es folgen die Crunches. In 5, 4, 3, 2, 1 und go. Letzte Übung von unserem Bauchzirkel. Noch einmal alles geben. Spannung halten im Bauch, macht den unteren Rücken ganz rund, Lendenbereich reinpressen in den Boden. Da darf nichts reinpassen, keine Handfläche. Ich mache dann immer so einen gemeinen Test mit meinen Kunden, Kundinnen, wo ich so ein Theraband drunter lege, unter den Lendenbereich und fest anziehe. Und wenn die Bauchspannung nicht gepasst hat, dann kommt es raus. Dankeschön, das war's. Und wenn sie gepasst hat, dann bleibt es drinnen. So. Hoppala. So, ich glaube, ich habe es gerade ausgeschaltet gehabt. Kurze Trinkpause für euch. Durchatmen und dann erkläre ich die Übungen vom Armzirkel. Damit wir für unsere Ärmel auch was tun, oder? Nicht nur für die Beine und für den Rumpf. Was gibt's jetzt Feines? Schon motiviert für die Arme? Wir haben auf der einen Seite Bizeps-Curls. Das könnt ihr jetzt dann zum Beispiel mit den Trägern machen. Von eurem Rucksack. Funktioniert voll gut, finde ich. Wenn er gut beladen ist. Ich meine, meinen hat er nicht so viel drin, ein bisschen was zum Vorzeigen. Oder ihr schnappt euch im Untergriff, das heißt mit Handfläche nach oben, geht eigentlich im Übergriff auch, wie ihr wollt, die Kettlebell. Leicht in die Knie, Bauch anspannen und dann vorne hoch. Ihr könnt auch die Kugel nach oben nehmen, damit Zeigefinger und Daumen greifen, dann ist das fixiert, dann kann einem das nicht runterfallen und dann so die Curls angehen. Handgelenk immer schön starr lassen. Aus dem Handgelenk passiert gar keine Bewegung bei den Curls. Wenn ihr oben seid, wenn ihr ansteht, dann ist das Ende. Dann geht es einfach nicht mehr weiter. Nichts mehr aus dem Handgelenk probieren, noch nachzudrehen oder einzudrehen. Und nach unten ganz ausstrecken. Danach folgen die Trizeps über Kopf. Das ist jetzt zu much Gewicht für mich. Oh. Könnt ihr auch die Kettlebell oder den Rucksack nehmen. Über Kopf halten, Ellenbogen parallel und dann ganz ausstrecken. Mit dem Rucksack
zum Beispiel hier auch mit den Trägern. Leicht in die Kniebauch anspannen, schauen, dass ihr nicht zu viel im Hohlkreuz seid. Hüfte einmal nach vorschieben. Das ist Trizeps über Kopf. Und dann folgt noch zum Abschluss in der Rückenlage, so wie Bankeldrucken, nur ohne Bank und ohne Langhantel und überhaupt ohne offenem Gym, aber okay, reden wir was anderes. Mit eurem Gewicht, mit eurem Rucksack, von der Brust nach oben drücken. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was eingepackt, weil da brauchen wir jetzt dann relativ viel Gewicht im Rucksack. Und das war, ja, das war's schon. Drei Übungen. Ich werde jetzt aber die Intervalle wieder auf 50 Sekunden einstellen, weil das brauchen wir auf alle Fälle. Dazwischen gibt es 15 Sekunden Pause zum Wechseln zur nächsten Übung. Lasagne. Super vorgezeigt, habt ihr euch gut ausgekannt mit der Kettlebell und alles? Perfekt. Brokkolisalat, geil. Warum reden alle schon vom Essen? Ach so, was zum Essen. Verstehe. Es geht los in 10 Sekunden. Erste Übung, Bizeps Curls. 2, 1 und go. Übrigens, unbedingt dranbleiben, weil wir haben im Anschluss noch unser Real Talks Format, wo wir einfach über Aktuelles quatschen, was uns, was euch beschäftigt. Kann sich jeder einbringen, ist kein Muss, man kann auch anonym einfach zuschauen oder uns die Nachrichten schreiben, wir teilen das dann anonym in der Gruppe. Auf alle Fälle ist es immer sehr cool, gibt sehr viel Kraft und man merkt dann einfach, okay, vielleicht geht es einfach allen gleich gerade. So, 20 Sekunden noch. Gleich im Anschluss ist es dann um 19:45 Uhr. Du kannst dazwischen noch kurz duschen gehen und dann treffen uns alle wieder auf Twitch. 8 Sekunden noch. Bauch fest anspannen. 3, 2, 1. So, es geht weiter mit Trizeps über Kopf. Leicht in die Kniebauch anspannen. Sehr gut. Und ready, set, go. Ich wollte auch schon in der Pause trainieren, aber jetzt kennst du die Übung schon, kennst du euch aus. Geht schon. Und 35 Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Nächste Übung, Press. Beine aufstellen und dann das Gewicht von der Brust nach oben drücken und wieder zum Körper. 2, 1 und go. Fünfzehn Sekunden noch. Geht schon. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Goodie. Das war's schon. Kurz und schmerzlos. Wir haben noch ein bisschen Zeit für eine zweite Runde, definitiv. Wie ist euch gegangen mit den Gewichten? Ja. So schnell. Schon schmerzlos. Es war jetzt echt, also
Die Armrunde war wirklich schnell, finde ich. Macht euch gleich bereit für die nächste. Dann habt ihr ein bisschen Zeit noch zum kurz Entspannen von unserem Herzensangelegenheiten-Talk. 8 Sekunden. Bizeps Curls, getting ready. Go, go, go. Einfacher als die letzte. Trizeps war hart. Ja, das heißt, du hast den Rucksack gut beladen gehabt, Philipp. Sehr schön. Ich finde, wenn man den Bizeps wirklich so pumpt und irrsinnig schnell die Wiederholungen macht, spürt man es auch voll gut. Probiert das jetzt einmal. Tempo rauf bei der Übung. Handgelenke schön stabil halten. 20 Sekunden, voll pumpen. Ich schwör's euch, das geht dann rein in den Bizeps. Flott, flott, flott. Technik geht aber voll leicht in die Knie, Bauch anspannen. Letzten 10, go. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Kurze Pause. Es folgt dann der Trizeps. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und am anderen, nein, es gibt halt keine Burpees. Ich fahre jetzt einfach mal drüber über die, weil das waren halt einfach keine Burpees geplant. Zu wenig Gewicht beim Bizeps, aber geht schon. 20 Sekunden noch. Letzten 15. Geht schon. Wenn du das nächste Mal das Training machst, darfst du wieder Burpees machen. Ist das okay? Ist das ein Deal? Für heute einfach nicht geplant. Aber gerne wieder am Mittwoch. So. Dann haben wir noch die Press am Boden. Deal. Na bitte. 5 Sekunden. Letzte Übung für heute, Leute. Geht schon? Geht schon, geht schon. Gibt es nochmal alles. Auch hier könnt ihr explosiv arbeiten. Das heißt, flott nach oben, langsam nach unten. Schnell rauf, langsam runter. Schulter bleiben immer am Boden. Hier ist sogar okay bei der Übung, wenn man ein leichtes Hohlkreuz macht. Oh Gott, das ist jetzt schon ganz anders konditioniert. Es ist erlaubt bei der Übung, ja. Danke, Odin, ich gehe noch duschen. Es ist sehr, sehr, sehr nett, dass du mir abschlägst, aber ich gehe noch duschen. Danke. Letzten Sekunden noch, Leute. Dranbleiben, schnell hoch, langsam nach unten. Yes! Super! Dann einmal noch kurz durchbewegen, bevor wir unser Workout erfolgreich abschließen. Setzt euch gemütlich hin, Langsitz, Schneidersitz, auf die Fersen, whatever. Im Vergleich zum Anfang, wo wir das zum Aufwärmen gemacht haben, fühlt sich alles schon ein bisschen geschmeidiger an, oder? Bewegung tut einfach gut. Fühlt man sich nicht mehr so starr und steif oder verspannt. So, Schultern ein bisschen nach hinten kreisen. Ein paar Mal noch nach rechts und links aufdrehen. Odin kommt auch noch schnell vor. Macht mit uns gemeinsam die Abschlussübung. Tief einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Arme nach unten. Einatmen, Arme hoch. Ausatmen, Arme nach unten. Einmal noch hoch die Arme. Dankeschön. Super. Gut gemacht. Wir sehen uns gleich zu Herzensangelegenheiten. Danke, ihr Lieben, für das coole Workout. Und wie gesagt, am Mittwoch gibt es dann ein bisschen was für Rumpf und Haltung. Ich freue mich schon auf euch, wünsche euch einen schönen Abend. Bis gleich. Tschüssi, Baba.